Das war cool gemacht. Führe den Exorzismus an deinen Freunden durch. Ja, so einfach wird das wahrscheinlich nie funktionieren, oder? Ah, die kann ich jetzt nicht zerstören. Die Stränge hier, die Haarsträhnen hier. Muss meine Freunde finden. Und ich muss mich verstecken. Oh, oh. Vor der Puppe wahrscheinlich. Okay, gucken wir mal, ob wir irgendwann... da komme ich gar nicht durch. Seid ihr meine Freunde da oben? Nee, das war doch die eine in der Ecke. Warte mal, ich komme mal zu dem großen Ding hier. Da kann ich nichts mehr machen. Da ist eine Tür. Gehen wir mal rein. Da ist ein Freund. Eine Freundin. Hallo. Ritual. Ja, shit. Ja, shit. Ich weiß doch nicht, wie die heißen. Jetzt habe ich ein Problem. Wie finde ich das denn heraus? Ah, so finde ich das heraus. Wer könnte das sein? Haben wir ein Bild von ihr? Das könnte sie sein. Wie heißt sie? Boru. Warte, Boru? Du kriegst die Boru-Papierpuppe. War schon mal ganz gut. Mach die Tür zu. Ich glaube, da kommt was. Ich glaube, es ist was hinter uns her. Wir sind auf dem Klo. Holy shit, irgendwas ist hinter uns her. Das ist ja super schlecht, jetzt das so zu machen. Ich höre nichts mehr. Weil ich muss die ja alle finden. Komme ich hier durch? Da ist ein Schrank. Also eine haben wir schon mal gefunden. Scheiße, da ist sie. Die kommt. Wir gehen mal kurz rein. Weiß nicht, ob die jetzt komplett hier lang... Ah, sehe ich auch nicht. Super schlecht. Also, mal einmal kurz die Namen checken. Noch keine Antwort, schade. Na gut, dann lasse mal. Ich habe keine Ahnung, ich sehe von hier nichts leider. Wir müssen mal rausgehen. Da läuft sie entlang. Oder? Ja. Das ist so. Okay, sie bleibt sogar da stehen. Und jetzt entfernt sie sich. Nicht so schnell. Aber auch nicht zu langsam. Die geht jetzt da entlang. Ist das ein Spind hier? Nein. Überhaupt gar keine Orientierung hier. Da komme ich, glaube ich, nicht lang. Ich bin nicht da. Genau. Ist ein Freund von mir hier noch.
Ja, warum soll ich denn hier reingehen? Was? Für ein Schlüssel? Wie ein Schlüssel? Die ist draußen. Oh, geil. Gib mir den Schlüssel. Puh. Nein, das ist ein anderer Schlüssel, oder was? Nicht dein Ernst. Wo gibt es denn... Oh, nee. Wo gibt es denn noch eine Tür? Oh, ist das schlecht. Ach, du Kacke. Da kommt sie. Das ist ja super schlecht, dann muss ich ja noch mal hier hin. Da komme ich auf jeden Fall nicht entlang. Wieso läuft die nur bis... Aha. Das ist mir jetzt zu unsicher, jetzt zu gehen. Ich warte lieber nochmal, ne? Ich weiß nicht, wie lange die jetzt braucht, um wieder zurückzukommen. Nämlich nicht so lange. Aber da könnte sie mich sogar sehen. Wenn ich sie nicht sehe, sieht sie mich nicht. Okay, jetzt bleibt sie kurz hier. Aufstehen vielleicht mal. Und auch einfach mal die Tür zumachen. So. Da kann ich mich verstecken drin. Hier ist die Frage, ist die vielleicht abgeschlossen? Nein. Kommt sie da durch? Und? Jetzt bin ich wieder hier. Das ist auf jeden Fall das Herz. Aber es geht doch hier auch gar nicht mehr weiter. Dann kann es ja eigentlich erstmal nur in diese Richtung weitergehen, zum WC oder hier lang. Da ist die Tür abgeschlossen. Gelb? Rein da. Wunderbar, mach zu. Okay. Da, wer bist du? Tja. Du bist das hier. Linen. Ist falsch. Ist falsch. Ist falsch. Ist auch falsch. Hä? Ach so, muss ich das machen mit F? Hä? Nee, geht aber auch nicht. Da
Das müsste ja dann nicht Boru sein, sondern das müsste Chao sein. Haben wir gar nicht. Super schlecht. Was mit dem Anrufen? Linne, ja, die müsste das doch sein dann. Huch! Der ruft mich an? Nee, ich ruf ihn an. Nee, weg damit. Lin? Grünschlüssel! War die Tür da hinten grün? War es ja super schlecht. Ich weiß nicht, wo die jetzt abbleibt, wo die jetzt hingeht. Oder geht die jetzt einfach zurück wieder auf ihren Posten? Ich hoffe es. Ich habe ja auch noch die Toiletten, ne? Frage ist, war es da hinten grün? War da hinten eine grüne Tür? Okay, und wieder runter. Alright. Aufstehen. Das müsste eigentlich passen jetzt. Oh, bitte, bitte lass das passen jetzt. Sieht gut aus. Das ist der mit der Mütze. Der mit der Mütze heißt... Verdammt, hat keiner von denen jetzt eine Mütze auf, oder was? Ich glaube, das müsste er sein. Haben wir gar nicht. Ich hätte nach dem Spind gucken sollen. Ah, geradeaus. Aber scheint sie gar nicht zu jucken, ne? Nee, scheint sie gar nicht zu interessieren. Da ist die nächste Tür. Die führt mich jetzt in den nächsten Abteil. Mach doch die Tür nicht nach da auf. Hui, 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 hui. Aufstehen. Oh. Ja, ja, eben. Irgendwann hast es drauf. Ich muss mal jetzt hier warten, ob die hier vorbei stampft. Weil ich glaube, sie ist jetzt auch einen nach vorne gerückt. Aber ich höre und sehe nichts.
Oder das ist jetzt die nächste Stufe der Schwierigkeit. Dass ich jetzt mich beeilen muss. Schneller sein muss. I don't know. Ja. Es passiert nichts. Wir versuchen's. WC. Aber da komme ich doch wieder. Was ist denn hier drin? Ach. Das ist ja schlecht. Das ist ein Schrank. Vielleicht. Gehen? Auch kein Freund. Aber dann komme ich doch wieder genau da zurück, wo ich schon war, oder? Was ist denn da drin? Gar nichts. Da leuchtet eine Lampe. Gucken wir mal. Der als Schlüssel. Irgendwo... Oh Mann, ich bin so aufgeschmissen, ne? Ich habe jetzt alles... Ich weiß, ein weißes... weißes Eisenkeu. Gut. Wir haben weißes Eisenkeu. Da freue ich mich. Da leuchtet doch was. Die... Alter Verwalter, die ist hier. Scheiße, wo geht die lang? Da, die krabbelt da entlang. Soll sie mal. Nein, die krabbelt wieder zurück. Mach die Tür zu. Alte Krabblerin hier. Ich glaube, war das eine weiße Tür? Ich weiß es nicht. Einzige Tür, die abgeschlossen war. Geh mal nicht so nah zur Tür. Da hinten ist aber auch noch mehr. Oh Mist, ey. Hätte sie am liebsten jetzt erstmal wieder hier. Damit ich weiß, wohin sie läuft. Da kommt sie. Die macht miese Tricks jetzt hier. Läuft hin und her. Jetzt geht's, jetzt geht's. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Zeit, rüber zu marschieren. Und das ist eine weiße Tür mit einem weißen Schlüssel. Bada bim, bada bum. Offen. Puppen. Scheiße. Und die sieht aus, als würde sie gleich kommen. Und die hat was für mich. Um die Falsche, in der sich einst frische menschliche Organe befanden. Das Organ wurde entnommen und seinem Besitzer zurückgegeben. Das ist nett. Freundlich. Nägel erforderlich, um den Fluch zu vollenden. Ach du Scheiße. Die tapst bestimmt jetzt hier entlang. Yo! Oh, genau im richtigen Moment, ey. Leck mich doch. Steh auf! Ach du Scheiße, ey. Menschliche Organ, Auge. Ohne deine Augen wirst du den abscheulichen Gesichter. Was soll ich denn noch alles machen? Jetzt soll ich noch Augen hier finden und so. Da kommt sie. Geht die auch hier lang? Scheiße, jetzt habe ich das nicht gesehen. Welche Richtung die abgedüst ist. Ist sie jetzt nach da abgedüst? Ja. Oh oh. Nicht gucken, du siehst mich nicht. Jawohl. Boah. Brutal, hey. Müssen wir uns auch ein bisschen beeilen? Nächsten Raum. So, organisch, praktisch. Gut, oder was? Was haben wir hier? Wir müssen doch auch hier irgendwas haben. Kein Buch. Warte, wir müssen aufpassen, ey.
Organ? Nee. Nägel? Irgendwas? Was bist du denn? Ein Foto. Pochen, pochen. Es scheint, als könnte man das Geräusch von Nägeln hören, die durch den Körper und die Organe dringen. Immer mehr und immer wieder von den Stirn, den Augen, dem Mund, Herz und den Gliedermassen. Ich glaube, ich habe vorhin die fehlenden Nägel an dieser Puppe gesehen. Jetzt wird sie diese Puppe. Lass das mal lieber. Das ist keine so gute Idee. Sie kommt. Sie geht nicht weit. Nicht so schnell. Sackgasse. Haare. Wir müssen zur Puppe wieder zurück. Wir müssen zur Puppe zurück. Angst, dass sie mich so im Augenwinkel sieht. Oh. So, du möchtest ein Auge haben bestimmt, ne? Bitteschön, kriegst ein Auge. Dann gibst du mir... Ne, ich muss so ein Herz. Wo soll ich das denn alles herholen? Oh, das gibt's doch nicht. Es war doch aber da hinten war doch jetzt kein Raum mehr, oder? Da hinten war doch aber nichts mehr. Wo soll ich denn hin? Die hat doch gerade gesagt, die Nägel waren in der Puppe. Aber die kriege ich dann erst raus, wenn ich alles eingesetzt habe. Das ist ja super schlecht. Sie hat ja gerade gesagt, die Nägel sind, weiß sie, wo sie ist, in der Puppe. Ja, das ist ja... Die Frage ist nur, woher nehmen? Gibt's gar nichts? Gibt's gar nichts? Gibt's gar nichts? Es gibt nichts mehr hier. Voll unsinnig, hier nochmal hinzulaufen. Aber wir waren doch jetzt auch schon überall. Das Herz würde ich ja fast sagen... Nee, es kann auch nicht sein. Da war, glaube ich, sogar noch eine Tür, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also wenn sie jetzt hier weg ist... Da war noch was, siehst du? Und da ist noch eine Tür. Hier gibt es nichts, das ist nur das WC. Dann gibt es doch... Ach, guck mal, hier liegt auch noch jemand. Hallo. Na klar, hier, bitteschön. Achso, warte, muss ich auswählen. So, ja. Okay.
Nein, das ist eine Verarsche gewesen. Oh, nee. Ey, wenn der mich jetzt so komplett am Anfang wieder raushaut, ne? Ah, okay, das geht noch. Hier war nämlich auch noch so ein Teil. Die weg? Das war gar nicht der Ort hier. Ein davor. Hm. So, am besten nicht krabbeln, sondern wir machen das jetzt einmal so, so, so und drehen uns dann schnell um. Umdrehen. Und rein. Okay. Herz, nimm mit. Jetzt halt nur die Frage, wo ist sie, ne? Ah, sie kommt da entlang, okay. Dann heißt es, sie geht vielleicht jetzt ganz nach hinten. Ja. Denn hier drin war noch etwas. So, da haben wir das Gehirn nämlich auch noch. Okay. Müsste jetzt da sein, oder? Scheiße, die ist da hinten. Oh nein, so ein Mist. Komm, komm zurück. Jetzt kommt die nicht. Aha.
Okay, super. Aber ich werde jetzt erst einmal hier reingehen. Sicher, sicher. Wir gehen trotzdem erstmal einmal hier rein. Obwohl, warte, das ist der letzte, den mache ich eben noch. Das ist schon ziemlich spät. Und damit willkommen zu einem neuen Stream von The Bridge Curse. Wir werden heute das Spiel beenden. Er hat mich Gott sei Dank an dieser Stelle hier rausgelassen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich muss noch mal ein bisschen leiser machen. Einen Moment. So. Wunderbar. Wunderbar. Okay, gehen wir mal rein. Wir haben im letzten Stream haben wir die Nägel geholt. Das Gehirn, das Herz, die Augen eingepflanzt in die Puppe. Wir müssen uns immer noch, glaube ich, von der Trulla verstecken. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben hier den letzten. Die letzte. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und jetzt müssen wir nur noch zum Herz. Miserabe, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Entferne den Fluch. Genau, da haben wir nämlich gestern aufgehört gehabt. Wahrscheinlich wirklich kurz vor Schluss, aber es war leider schon einfach zu spät. Die Frage ist jetzt, wo befindet sie sich? Wo ist sie? Prinzess, grüß dich, Michael, grüß dich. Wie geht's euch? Alles gut? Da ist das Herz, nur noch reinstechen. Ey, es ist wirklich jetzt wahrscheinlich nur noch so 2 Minuten oder so, ne? Von dem Game. Und dann sind wir durch damit. Die ist gar nicht mehr da. Gute Nacht. Bei mir ist alles super, danke, danke. Jetzt will sie es aber wissen. Du musst es gar nicht ins Herz rein, sondern den Kopf. Es ist immer der Kopf, nicht das Herz. Immer der Kopf. War schon bei Zombies so. Die Haare und so sind aber noch nicht verschwunden. Oh oh. Lebt überhaupt noch jemand? Er? Ja,
所以你大概也不需要了吧。你走吧。 Nicht ins Licht gehen. Zhao Xinqiao. Xiexie ni. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Es war kurz vor Schluss. Es war einfach kurz vor Schluss. Tja, jetzt ist natürlich die Frage. Waren wir die, die überlebt haben? Hat? Und haben ihn jetzt quasi erlöst? Oder ist er der Einzige, der erlöst wurde und es rausgeschafft hat aus diesem... Was auch immer das war. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt echt die Frage. Also es war auf jeden Fall zum Ende hin, wurde es wirklich noch gut. Der Anfang sehr, sehr zäh. Und ich glaube, da werden auch viele dann abgebrochen haben am Anfang. Hätte ich auch fast gemacht. Aber wir haben es ja Gott sei Dank noch durchgezogen. Optisch super geiles Spiel. Gefällt mir richtig gut. 现在是 2020年6月10日深夜，记者来到东湖大学女鬼桥，现场师傅正在进行开魂仪式。这起因匿名讨论板爆料受到全台瞩目的校园暴力事件，背后隐藏一则令人鼻酸的爱情故事。因爱殉情的王姓男学生家属与陈姓女学生父母决定择日举行冥婚，完成两人生前遗憾。 Nochmal die Geister miteinander verheiraten. Ja, dann hat sie wohl gelebt. Lebt sie. Ich hätte die Brücke auch schon abgerissen. Dann kannst du nicht mehr zählen. Chen Xinhui, du denkst, du bist wie ich. Niemand beachtet dich, niemand liebt dich, bist von allen Menschen verraten. Jetzt weißt du, dass es einen Menschen gibt, der dich in einer anderen Welt erwartet. Oder auch alle. Hi. Zhao Xinqiao, 好久不见。 我三八话就不用说，早就听腻了。可是，这么久才见到面，你就没有其他想说的话吗？我知道了，我有很多话想说，很多，很多。那就慢慢说吧，在离开之前，我们要尽情说个痛快。嗯。 Okay, dann haben vielleicht doch nur die Freunde überlebt. Es ist ein bisschen verwirrend mit den Namen, finde ich. Ne, dass man diese Namen nicht so drauf hat. Ich glaube, dann wäre es nicht so schwer, jetzt zu verstehen, was Sache ist. Jetzt sind wenigstens alle Klarheiten beseitigt. Findest du? Findest du? Ich habe das Problem, wegen den Namen habe ich, ist noch einiges in Dunkelheit gehüllt. Wer hat jetzt überlebt? Daria, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Ja, für das Ende, ja. Wir sind durch mit dem Game.
Das waren aber auch nur noch so 2 Minuten, oder? Wie lange sind wir? 9 Minuten. German Translation. Google Translate wäre jetzt geil gewesen. Ich will damit nur sagen, dass ich auch nichts kapiert habe. Achso, okay. Ja, das war, weil wir mit den Namen, wir sind das einfach mit den Namen nicht gewohnt. Also zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen. Und ich steige da nicht so ganz durch. Wer war jetzt wer? Und, ne? Wo bin ich, weißt du? Wo bin ich einfach? Naja, aber es hat sich doch noch gelohnt zum Ende hin. Das kann ich auf jeden Fall sagen. War dann noch top. Und das war's mit dem Game. Wir sind fertig. The Bridge Curse Road to Salvation ist vorbei. Abgeschlossen. Und ja, dann werden wir mit einem neuen Projekt starten.